Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Plane 11 Multiplayer. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike, steht rechts neben mir. Guten Tag. Wir sind heute beide mit einer 737-800 unterwegs. Wir stehen im Madrid International Airport und fliegen heute nach Fuerteventura. Alter, wie du das aussprichst. Nein, alles gut. Wir haben den Flugplan gerade schon gemeinsam eingegeben. Jetzt stellen wir den Autopilot ein und dann gibt es den Pushback. Der Madrid Airport, wir kennen uns den mega noch nicht groß aus. Auch der ist riesig. Wir können ja mal in die Außenperspektive gehen. Ja. Ich bin mit einer KLM unterwegs. Mit einer TUI Fly. Genau. Sau cool. Ich finde den Aufdruck sau cool. Hinter uns ist so ein Parkhaus. Und ja, ich finde das mega nice. Wir sind an einem recht kleinen Gate, aber wir sind ja beide mit auch relativ, naja, 737 ist eigentlich keine kleine Maschine. Normale halt, ganz normal, ja. Eine ganz normale. Ich finde die echt cool. Ich war ja letztens unterwegs mit einer 747. Mache ich auch nochmal auf jeden Fall. Könnt ihr mal beim I vorbeischauen, nur war super, ey, wow. Das war super, ey. Verrückt. So, dann stelle ich mal den Autopilot ein. Eine kleine Sache gab's. Wir müssen innerhalb von 14 nautischen Meilen nach dem Start direkt auf über 5000 kommen. Naja, das ist ja auf jeden Fall gesagt. Aber das ist eine Sache. Machbar. Die ist machbar, genau. Wir starten von der Startbahn Runway 14 links. 140 links. Ja. Leute, ich habe, wie ihr schon gesehen habt, eine geile TUI-Fly-Maschine. Den Aufdruck finde ich richtig cool. Ich habe ein bisschen Ansprüche jetzt, ne? Meine letzte Landung war, oder mein letzter Flug war relativ gut. Jetzt hier mit TUI wurde ich hier befördert, quasi von Sun Express zu TUI. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich es dieses Mal wieder verkack, weil ich natürlich kein Profi bin. Ich habe schon ein paar Sachen eingestellt. Ich habe schon Anti-Icing an zum Beispiel. No, dann habe ich meine Runway-Lights, Taxi-Lights, alles schon angemacht. Hier haben wir schon alles eingestellt und von daher, ich könnte nochmal die Flaps nochmal ausfahren und RTO. War gleich beim Pushback. Und also wenn ich mein Licht wieder anmache, dann meckert er gleich. Ja, wieder. Nicht die Runway Lights. Du darfst, die Landing Lights darfst du nicht anmachen, oder wie heißen ja, die? Ja, bei der 747 hat er da auch schon gemeckert. Nee, bei mir hat er nicht gemeckert. Gut, dann plan ich mal den Pushback. Ja, ich kann also eigentlich schon. So will er den wahrscheinlich nicht haben, ne? Weil doch. Ich kann ich eigentlich sicher, schon. Wir machen. Soll er auf die erste Linie zurück? Ich hab ihn auf oder? Die hintere Linie halt. Ja, mach ich auch. Ich finde diesen Pushback-Ding so geil. Der spricht jetzt auch anders Englisch, ne? Also er spricht immer noch Englisch. Hast du gehört? Ja, ich... Er spricht immer noch Englisch, aber er spricht, er muss auf die erste Linie, ne? Oder? Ne, er muss auch schon auf die zweite, safe. Er spricht immer noch Englisch, aber er spricht irgendwie halt so, ne, weil er halt kein Engländer, Amerikaner oder was weiß ich was ist. Er spricht anders Englisch und ich finde das so lustig. Ich feier das so, komplett. So, dann war jetzt hier Seatbelts. Geraucht wird hier natürlich nicht. Wo mache ich denn das Rauchen? Bei dem Flugzeug kann man das nicht verstellen. Das ist schon. Quasi. So, dann muss ich gleich die Brake wieder lösen. Klappen. Ich finde das so geil, wie der einfach spricht und du denkst halt wirklich, dass es halt so, keine Ahnung, Spanier halt immer ist. Ja, ich finde das sein, so realistisch einfach, ich finde das so krass das geil. Das ist schon echt nice. Ja. Aber auch hier. Du weißt hoffentlich, wo wir hinfahren müssen, ne? Weil das ist ein langer Weg jetzt bis zu den... Du, ich weiß immer, wo wir hinfahren ja, müssen. Ja, eben. Funktioniert gut. Also ich weiß es tatsächlich. Leute, wir starten hier heute übrigens relativ früh. Es ist 9 Uhr im Spiel. Ja, ein bisschen kurz nach 9. Ein bisschen kurz nach 9, ja. Ich wollte ja heute mal ein bisschen früher fliegen, deswegen machen wir das. Boah, braucht er heute lang. Die Spanier haben ja Zeit. Ja, das ist Standard. Hier. Aber da habe ich kein Problem mit. Und heute auch wieder ohne Facecam, weil ich eigentlich, weiß nicht, ich habe keine Ahnung. So, bei mir fängt er jetzt an. Er sagt mir einfach, oh, hier ist noch ein anderer. Da landet einer, ne? Der will gerade landen, glaube ich. Der ist noch nicht drauf. Stimmt, ja. Gucken wir mal ein bisschen hier aus. Perspektiven umschalten. Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Wie macht man das denn? Umschalten. Ich bin gerade auf der... Wenn du Shift und F5, also erst Shift gedrückt halten und dann F5...
Aber man sieht zwar den Namen, aber die Wolken sind noch so krass, dass. Ich verstehe das alles nicht. Ja, Hier man gerade sieht, aus ich habe der ihn mal kurz Distanz, wie du gesehen. gepushbackt wirst und ich auch. Und bei dir ist dann wieder so ein doppeltes Flugzeug drin. Ja, bei dir nicht tatsächlich. Wieso passiert das bei dir immer? Weiß es Oder bei nicht. mir, dass es bei dir so ist? Verstehe das auch nicht. So, jetzt werde ich erstmal wahrscheinlich gleich in den Zaun gedrückt. Ja, sehr gut. Nee, noch nicht. Ich bin jetzt aber schon relativ nah. So, ich glaube, Leider der das Einzige, Ladepilot was mich an muss dann diesem doch irgendwie. Online-Spielen stört, ist, dass es einen kleinen Delay gibt einfach. Das nervt mich ein bisschen. Ansonsten finde ich das Spiel geil und dass man online spielen kann, auch mega geil. Nur dieser kleine Delay, das ist ein bisschen nervig. Okay, ich bin auf Ja. meiner Position und bin nicht im Zaun, das passt alles perfekt. Ist natürlich so abgestimmt, ist ja logisch. Finde es sehr echt cool mit dem Parkhaus und so und dass die da entlang fahren auch tatsächlich. Und ich feiere Da es kann man auch. gleich mal aus dem Flugzeug sehen, wie der gleich landet. Ich feiere es auch komplett, dass dieser Operation Flughafen so complete. groß ist Hit parking brake. und dass die auch allgemein die Flughäfen so richtig detailreich und so, obwohl es ist ja nicht mal Celestino, stand by. Add-on-mäßig, nicht mal gekauft. Es gibt ja auch gekaufte Add-ons, die halt noch krasser sind. Starwood is disconnected. Bist I'm auch bypassing Hansing Remote. Hansing now on the right. We'll see you Ich next verstehe time kein after safe Wort. flight. Ich verstehe kein Wort von dem, was der sagt. Nee, ich auch nicht. Ich finde das aber so realistisch einfach. Ich war ja es komplett. So, dann folgen Sie mir. Diesmal geht's First Try zur richtigen Startbahn. Meine Sicherheitsanweisungen werden gerade durchgegeben. Solche Plugins wären halt so geil, aber ich habe halt keine Zeit, um so eine Scheiße zu machen. Wenn man so Ansagen hat, wenn man da irgendwie einen Knopf drückt, dass dann so Ansagen so hinten im Hintergrund man hört und so. Kannst du mal bitte nicht so schnell fahren dieses Mal? Du pacest Nein, schon ich wieder suche den. richtig schnell. Ich fahr nur an, ich suche den Weg noch. Das ist so doof. Wenn ich vertraue dir, ich schneide das nicht raus, wenn wir uns heute verfahren. Weil ich habe mich immer dir anvertraut und wir haben uns immer verfahren. Ja, dann such du doch nicht mal den Weg, wenn du Nein, so ich kann es ja schlau auch nicht. bist. Aber du fährst immer vor und dann verkackst du es. Nein, nein, diesmal nicht. Bitte folgen Sie nicht der KLM-Maschine vor Ihnen. Sie hat keine Ahnung, wo es lang geht. Sie. Ich mach mal die Lichter an. Wo der Idiot weg ist. Ja, den mache ich erst auf einer anderen. Wahrscheinlich Auf der fahren wir safe Runway. von der anderen Richtung wieder. Also wir müssen von dieser Richtung hier nach rechts starten, logischerweise. Also dürfen wir schon mal nicht nach rechts fahren. Doch, müssen wir aber gleich. Ja, Wenn ein wir nach rechts bisschen. starten, dann müssen wir auch nach rechts Naja. fahren. Aber es Dann ist ist noch er ein schon weiter Weg, gelandet. der ist ja Ich glaube, riesig. der kracht gleich in dich rein, ne? Wahrscheinlich. Sieht so aus, als würde er einfach. Ich Naja, weiß ist nicht, was der gut. macht. Der hat einfach Parking Edge ist Brake offen. angemacht. Ja, klar. Oh, Wir Leute, müssen, glaube Leute, ich, gleich Leute. einmal über die Runway rüber, wo der landen will jetzt. Ja, Das eben. Ich sag ja, wir crashen gleich. ist mir Die egal. Leute sehen das schon hier aus dem Fenster. Sollen wir die Leute wieder abstimmen lassen oder reicht das vom letzten Mal? Sie dürfen jetzt, nachdem Sie auch die Landung und so nochmal alles gesehen haben, dürfen Sie nochmal abstimmen, Nochmal bei wen Sie mitfliegen dieses wollen. Mal doch Also ich lieber finde das mitfliegen lustig, wollen. dass man die Leute quasi abstimmen lässt. Also rechts oben am i, Leute, könnt ihr abstimmen, wer eure Wahl wäre, wo ihr fliegen würdet heute. Von Muss das in der Madrid Außenposition nach sein? Fuerteventura. Also würde ich so, wenn ich so vergleiche, so Berlin-Tegel, es ist super übersichtlich, man weiß, wo man wo längs fahren muss, um irgendwo hinzukommen. Und Ja, du fährst nur geradeaus. hier hat man einfach so gar keine Ahnung. Ich glaube, man darf hier noch nicht mehr lang fahren, wo ich gerade lang Ja, ich fahre. glaube, du bist schon falsch, ne? Müssen wir nicht hier rein? Nee, darf man hier überhaupt rein? Keine Ahnung. Kenne mich nicht aus. Nee, darf man? Darf man? Nee, darf man nicht. Es ist noch so weit, wie wir fahren müssen. Ja, okay. Ja, dann warte mal auf mich. Ich bin Krass. gar stehen geblieben, weil ich so doof bin. Ja, weiß ich. Was ich auf jeden Fall echt, ich muss dieses andere Flugzeug. Ich meine, Leute, wir hatten 2 Tage Pause zum letzten Video. Ja, wir nehmen das quasi jetzt fast schon direkt hintereinander auf. Aber das andere Flugzeug, was ich noch habe, das muss ich unbedingt lernen, weil dieses hier, wenn man auf die Bremse drückt, das bremst auch so abrupt so. Das hat echt
eigentlich gar kein gutes Handling. Ich fahre gerade einfach kreuz und quer rein, weil du einfach auch irgendwie komisch gefahren bist. Also nicht komisch. Ich bin genauso gefahren wie... Ich einfach kreuz und quer rein. Auf jeden Fall... Das andere Flugzeug kann viel besser das Handling und so, und das wäre eigentlich schon echt geil, wenn ich das mal fliegen könnte. Bist du schon da? Nee, noch nicht. Aber, also hier ist ja orange schon, orange, oder? Lila ist doch hier schon. Wie Lila? Ja, hier ist doch schon Lila, der erste Punkt hier. Ab hier müssen wir doch irgendwie starten, oder nicht? Was? Und wo wird's? Achso, auf der Karte hast du geguckt. Ja. Er weiß ja nicht, wie weit du rausgezoomt bist, aber... Ja, ich bin, hab grad näher reingezoomt, hab gesehen, dass wir noch eine halbe Stunde fahren müssen. Sorry. Ja. Ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert, Leute. Das ist eigentlich nicht geil. Gleich Absturz. Ich hab schon zu Jan gesagt, also... Heute im Atlantik untergehen... Wäre schon eigentlich mal was Neues auch, so eine Abwechslung. Ja, eine Wasserlandung. Wir hätten natürlich auch hier unseren Skate stellen können, aber ich wollte extra ein bisschen länger fahren. Ja. Ich wollte wirklich, ich habe extra gesagt, da hinten, das sieht echt cool aus. Digga, wo fährst du denn? Ja. Als ob wir da nochmal nach links müssen. Das ist so. Krass. Wir sind gleich da. Wann sind wir nahe? Ich glaube, der Weg zur Runway dauert länger als der Flug. Der Flug, ja. genau. Das Dumme ist, ich weiß nicht, wann du abgebogen bist, weil ich jetzt echt weit hinter dir bin. Okay, du bist hier bin lang jetzt gefahren. Gleich da. Ah, die Runway ist okay. Ich check jetzt. Ich check jetzt, was los ist. Dann bin ich heute der als erstes startet. Und heute habe ich auch noch Sport gemacht. Das heißt, meine Muskeln sind gerade am Zittern. Was für Muskeln. Ja, eben. Bizeps ist am Start. Aber beziehungsweise so, am Zittern gerade. Ich bin auf der Runway. Ja, du siehst mich wahrscheinlich gerade erst noch eine Stunde anrollen. Komme zum Stehen. Wackel. Du brauchst ja immer eine Stunde, bis Parking du losfliegst. Break, ja, weiß ich. Ich fahre die Team direkt durch. Als ob ich noch Parking Break anmache. Was ist das denn eigentlich? Autopilot mache ich alles erst dann im Flug an, weiß ich gar nicht, was ein Autopilot ist, brauche ich nicht. Hä, wieso macht man das denn vorher an? Das habe ich noch nie vorher angemacht. Naja, nur dieses CMD-Ding und so. Habe ich noch nie vorher angemacht. Ja, mache ich auch nicht. Immer beim Starten. Ja, okay, also, Ja, viel Glück, wir sehen uns. Achso, Landescheinwerfer brauche ich noch. In der Stunde, weil ich gerade nicht weiß, wie ich fahren muss. Ja, irgendwie so. Und. Ab geht die Fahrt. Viel Spaß! Sehe ich dich noch irgendwo? Ah doch, da rechts standest du gerade. Ja, stand. Wahrscheinlich stand ich, oder? Ein bisschen, komm ich nach links ab. Hilfe. Ich guck dir ein bisschen zu, wenn's geht. Rotate. Oh, wir sind ja direkt. Ah, nee. Egal. Boah, was für eine krasse Kurve will der denn fliegen? Ist der verrückt? Irgendwie ist das hier falsch einprogrammiert ein bisschen, habe ich das Gefühl. Echt jetzt? Ja, der Punkt von der Runway ist irgendwie der... Hat ja nach dem Start durch den Autopiloten echt einen krassen Schalenker gemacht, aber erstmal so. Ja, vielleicht muss ich da kurz mal selber lenken. Stelle ich dann nur später ein. Danke für den Tipp. Dann sieht's bei mir besser aus. ich hab den Autopilot reingemacht und der hat erst. Boah, Leute, ich verstehe gar nicht, wie ihr für Jan abstimmen könnt. Nein, ja, Spaß. Der Autopilot ist was machen, der. Okay, dann Klappen einfahren und auf 250 hoch. Auf geht's, Leute! Wir starten. Wir geben Gas. Zack. Angestellt müssen natürlich immer noch bleiben, ist klar. Nee, gleich abschneiden. Ja, klar. Bei mir wird sich im Flugzeug nicht angeschnallt. Sowas gibt's hier nicht. So, da sieht er die Flugroute. Wird geil. Wir müssen in 8 nautischen Meilen auf 5000 sein. Ja, das ist locker easy. Dann drehe ich schon mal die 35.000 Fuß ein. So, machen wir mal an. Das Ganze auch ein bisschen runter. S an, Speed an.
Und schon sind wir in den Lüften. Die Wolken sind diesmal ein bisschen, ich sag mal, angenehmer. Ich habe ja immer noch nicht so eine coole Sicht, wie Mike sie hat programmiert, aber wir können selber jetzt mal inswitchen. Ja, ich habe coole Laufen Sichten hier, guck. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir es auf beiden Kanälen aufnehmen? Ja, nein, ja. Infokarte könnt ihr rüberschalten und ich schwebe durchs Flugzeug, wo alle die Zuschauer dafür abgestimmt haben, die sitzen jetzt hier. Und ich guck mal. Ja, deswegen ist es leer, lol. So, man kann auch so ein bisschen aus dem Fenster rausgucken. Das ist eine schöne Perspektive. Toll. Schönes KLM-Triebwerk hier. So, dann können wir wie schon. Wie sieht denn das Wetter einstellen aus? 14 Knoten, ja, also windstill eigentlich. Ist gut. Ja, noch, bis wir hochkommen, mal gucken. Letztes Mal waren wir ja in der Luft so ziemlich am struggeln. Ja, ja, das stimmt. Ich guck mal, wie das aussieht. 12.000 Fuß sind 22 Knoten, 34.000 Fuß, ja, 74 Knoten auch wieder. Also nicht ganz so krass wie beim letzten Mal, nicht so ganz krass wie beim letzten Flug, aber ich sitze ja auch. Ich meine, 9 Uhr oder halb 10 oder so, da ist ja der. Schönes Wetter, ja, guck mal. Verrückt. Also das Wetter. Okay, jetzt bin ich komplett in der Wolke, jetzt kann ich gar nicht mehr nach unten gucken. Ich kann noch wunderbar gucken, deswegen machen wir vielleicht nochmal ein, zwei Bilder auch. Aber, ja. Fürs Thumbnail oder haben so. Haben mich jetzt gefangen. Sehr schönes Wetter aktuell hier in Spanien. Aber naja. Passiert. So. Ich stelle auf jeden Fall schon auf 35.000 Fuß schon mal und dann gucken wir mal. Ja, das habe ich auch gerade schon einmal gemacht. Also ich bin auch schon über 5.000. Ich bin bei 9.000 Fuß jetzt und ja, bei Anzahn sollen wir die 35.000 erreicht haben. Ja, locker. Das ist gar kein. Ja, das war ja ewig Zeit. Und ich glaube, wir haben tatsächlich da gesehen, schauen, wie da einer quasi abgestürzt ist, der Gute. Der hat aber immer noch nichts gemacht. So, 10.000 Fuß gleich erreicht, dann schalte ich gleich meine Landescheinwerfer aus und dann würde ich sagen, haben wir den Start erfolgreich hinter uns gebracht. Also, der Autopilot war der Punkt quasi, der war nicht ganz gerade dazu ausgerichtet von der Runway, wo wir eigentlich gestartet sind. Das war ein bisschen komisch, aber die Runway war schon richtig und programmiert war es auch richtig, aber der Punkt war irgendwie nicht ganz korrekt vom Spiel gesetzt. Dadurch hat das echt einen ziemlichen Schalenker gemacht. Relativ tief halt eine brutale Kurve geflogen. Das ja dann durch den Tipp habe ich erst nach einer kurzen Zeit dann eingestellt. Ja, also ich hätte. Eigentlich ist es echt klüger, immer ein bisschen zu warten. Ja, also ich hab das auch nicht gemacht. Ich warte eigentlich auch nie. Ich drück eigentlich auch immer direkt. Aber eigentlich ist es schon klüger, noch ein bisschen. Bis nächstes Mal einfach erstmal selber die Höhe gewinnen. Ein bisschen, ich meine, man muss ja auch mal ein bisschen selber fliegen. Ja? Man kann ja nicht nur. Direkt starten, Autopilot! Am besten auf den Hotkey noch legen. So, Autopilot! Autopilot direkt. Ja, okay, Landelichter sind aus. Ich hab's gerade auch ausgemacht. Taxi und so kann ich auch ausmachen. Alles andere, das mache ich dann wieder unter 10.000 Fuß, mache ich es wieder an. Ja, und dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wie gesagt, stimmt oben rechts ab. Guckt auch in die Infokarte bei Mike vorbei. Aus seiner Sicht gibt es das Ganze natürlich auch. Und dann sehen wir uns beim Landeanflug und bei der Landung natürlich wieder auf Fuerteventura. Fuerteventura. Lasst eine Bewertung da. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.